So, dann haben wir schon mal auch Celines Blutdurst wieder gestillt. Glimmerlöwenschild. Aha. So, jetzt habe ich hier alle erledigt. Aber wo geht's hier jetzt weiter? Ich habe jetzt hier keine... Ach, da! So. Einmal gerade speichern. Gerade weil wir halt so weit gekommen sind schon mal. Noch mehr Gruben für irgendwelche armen Opfer. Was auch immer hier passiert, führt zu einer Menge Schmerz. Die armen Frauen. Ich werde alle abtrünnigen Vampire zur Rechenschaft ziehen. Ja. Gott. Das kann nicht wahr sein. Ströme aus Blut. Du Scheiße. Ach, ich habe diesen falschen Schmerzlos verwendet. Egal. Mal aus Versehen den falschen. Au! So, jetzt. Ich hab noch einen Weg. Egal. So. So. Und so. Und einmal nur noch durch und fertig ist der. Fertig. Gut, dass er genau da stand, wo keine Falle war. Als wenn die uns schon irgendwie auflauern oder so. Ich gehe jetzt mal nach unten. Ich weiß gerade gar nicht, wo es hier jetzt gerade weitergeht. So. Nee, dann mache ich wieder die Apokalypse. Und dann sind die anderen schon mal alle weg. Und die hält sich aber auch komplett wieder durch, ne? Also, so. Das Problem hätten wir aber. Wir nehmen alle Blutessenzen mit, die wir kriegen können. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Celine braucht ein bisschen Blut. Und dann gebe ich ihnen allen mal ein Eimerheilpulver, damit es ein bisschen höher ist wieder. So, wo geht's jetzt hier weiter?
Ja, genau. Geist. Jawoll. Das läuft ja wie am Schnürchen. Auch überall Betten. Was haben die mit den Frauen gemacht? Hey. Ach, hier ist ja gar kein Geist. Und dann kann ich mich ja komplett schon austoben. Das nenne ich mal effizient. Ach, jetzt komme ich hier raus. Ach, cool. Aber erstmal umsehen. So viel Blut. Das wäre eine Verschwendung. Wir müssen endlich Sir Balto und Larius finden. Sie dürfen nicht ungestraft davon kommen. Sie werden leiden, so wie die ganzen Frauen gelitten haben. Oh ja. Oh ja. Ich nehme überall Blut mit. Ist egal. Auch wenn gerade fast alles voll ist, ist mir wurscht. Ein Geist einer Frau. Oh Gott. Ey, das ist doch unglaublich. So. Und erledigt. Tschüss. Na, fast. Jetzt. Oh Mann. Da geht's weiter. Okay. Vorher gehe ich aber hier ran. Blutdurstkralle. Was nehmen wir denn da stattdessen? Wie geschaffen für einen Vampir. 10% Trefferchance auf Schmerzriss. Ah, interessant. Was haben wir noch? Hatten wir nicht noch irgendwas anderes bekommen? Nein. Nein. Was hatten wir denn noch? Ach ja, der Schild. Der Schild. Da. Mhm. Interessant, gut. Ich lasse dich am Leben. So. Wie gewohnt, erstmal wieder speichern. Ich habe keine Ahnung, wann Larius und Sir Balto da sind. Da will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Wir nähern uns unserem Ziel. Ich kann es schon spüren. Dann wird es jetzt gleich enden. Oh, gut, dass er nochmal zwischengespeichert hat. Schön. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, genau. Da oben, da oben.
Ja, ich bin ganz sicher, Herr. Wie konnten Sie die magische Barriere durchdringen? Ich weiß es nicht, Herr. Und du hast Asuka und Elaine zusammen gesehen? Unfassbar. Ja, Gebieter. Und ich fürchte, Celine ist auch bei Ihnen. Celine? Dann ist meine Befürchtung wahr geworden. Sie muss Dalira getötet haben und führt nun die anderen zu uns. Wie wäre es dann, wenn du deine Schwester endgültig zur Vernunft bringst, Larius? Da kommen sie, Gebieter. Sie müssen alle Wachen besiegt haben. Verdammt. Hieß es nicht, sie hätten so viel Macht verloren? Wie können sie alle Wachen besiegt haben? Das interessiert mich das. Sie sind hier. Brauchst du noch mehr Beweise, dass nicht der Heilige Kreuzzug das Haus der Freudentränen zerstört hat? Es waren diese vier Vampire dort vorne. Vier elende Vampire. Und deine abtrünnigen Vampire haben keine verdammte Chance gegen sie. Ich muss mir wohl einen stärkeren Geschäftspartner suchen. Das ist eine Katastrophe. Doch ist jetzt nicht die Zeit, gegen sie zu kämpfen. Wir brauchen mehr Vampire und Soldaten. Wir müssen diese dreckigen Hunde dort treffen, wo sie es nicht erwarten. Komm, Sir Baltur, dies ist noch nicht das Ende. Die Rache wird unser sein. Und du, Vampir, hältst die Schweine jetzt auf, kapiert? Wenn du siegreich bist, werde ich dich mit Fila und Frauen überschütten. Ich. Los, kämpfe gefälligst, oder soll ich dich gleich köpfen? Ich werde sie aufhalten. Schnell, wir ziehen uns zurück und organisieren unsere Rache. Asuka wird diese widerliche Gruppe mit... Und seine widerliche Gruppe wird bluten. Verdammt, erst das Haus der Freudentränen und nun noch der Tempel des Blutes. Unsere ganze Unternehmung bricht zusammen. Und das alles wegen deiner Schwester. Asuka hat ihr eine Gehirnwäsche verpasst und kontrolliert sie auf irgendeine Art magische Art und Weise. Doch das hier wird sie hoffentlich an das erinnern, was unsere Beziehung ausgemacht hat. Was zum Teufel soll das? Glaubst du, ein Amulett wird dir deine Schwester zurückbringen? Sie will dich ganz offenbar tot sehen. Das wird sich zeigen. Wenn sie noch positive Gefühle für mich hat, wird dieses Amulett sie daran erinnern. Ich gebe sie nicht auf. Verflucht seist du, Asuka! Du bist völlig verweichlicht, Arlarius. Und jetzt komm gefälligst, sonst kriegen sie uns noch. Celine. Die hauen ab? Das gibt's nicht. Was für Feiglinge! Naiver Larius, deine Schwester ist verloren, ebenso wie der Tempel des Blutes. Aber jetzt kenne ich meinen Feind und meine Rache wird gnadenlos sein. Feiglinge. Unglaublich. Dort hinten habe ich etwas gehört. Wir müssen uns beeilen. Na, sie sind doch eh weg. Also hat es doch eh keinen Sinn. Gehen wir erstmal hier zu den Kisten. Kette der Unsterblichkeit. Amulett des Goldmönchs. Okay. Kette der Unsterblichkeit. Wenn der Träger in Starre fällt, zerbricht die Kette und der Träger wird geheilt. Okay. Verdoppelt erhaltenes Gold von humanen Gegnern, aber Träger erhält Status Stille. Also kann er nicht mehr zaubern. Ah, das ist ein zweischneidiges Schwert. Okay. Ich habe hier einen kleinen Bug gefunden. Einen kleinen Clipping-Fehler. Ich befehle euch zu verschwinden. Was zum Teufel ist das hier? Rede, du Wurm, bevor ich deinen Kopf abschlage. Verschwindet, oder ihr werdet es bereuen. Wo ist Larius? Als wenn ich euch irgendwelche Antworten geben würde. Verschwindet jetzt. Unterstützung ist bereits unterwegs. Und wenn ihr hier noch länger bleibt, werdet ihr in Stücke gerissen. Wir gehen erst, wenn wir haben, was wir wollen. Also, wo ist Sir Baltur? Und wo sind die schwangeren Frauen? Genug der sinnlosen Fragen. Ich werde Larius beweisen, dass er mir vertrauen kann. Sterbt! Na, was hat er denn da für einen...
Ich habe keine Ahnung, was der da hat. Auf jeden Fall geht's erstmal mit Schmerzrissen los. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir das hier hinkriegen. Ölwelle, komm. Oh, das war gut. Und nochmal Schmerzriss. Wir kriegen wir klein. Wir kriegen wir doch schnell klein. Oh, muss ein Heilexil benutzen. Wie süß. Das wird dir auch nicht helfen. Das wird dir auch nicht helfen. Wo sind wir, Walner? So. Aha, interessant, interessant. Das wird ihm aber auch nicht ganz helfen, dass er sich hier andauernd heilt. So. Ach, egal. Wie geht das denn? Der ist kurz vorm Scheitern. Schmerz, was hat er noch? Okay. Jetzt. Nein. Komm schon. Jawohl. Ja, genau. Lass uns schnell nachschauen, ob Sir Balto und Larius hier sind. Ich höre menschliche Stimmen aus östlicher Richtung. Und aus westlicher Richtung kommt ein sehr starker Blut- und Leichengeruch. Dort vorne glitzert etwas auf dem Boden.